Alle diese Menschen wollten am Mittwochmorgen nur eins, die ersten Kunden im lang ersehnten TK Maxx sein. Denn am Mittwoch fand die Eröffnung der ersten Münchner Filiale statt, in der Fußgängerzone. Am Abend zuvor waren fast 1000 Gäste zur Pre-Opening-Party der größten Filiale Europas geladen. Unter ihnen Gitta Sachs, Simone Ballack, David Odonkor, Jochen Bendel und der ehemalige Bachelor Paul Janke. Ich kann hier gleich anfangen mit der Handtasche. Dann gehe ich weiter und fülle gleich mal die Handtasche mit Haarprodukten, mit Schuhen, mit Accessoires. Hier ist ja das Tolle, dass man das Gefühl hat, man kann super Schnäppchen die ganze Zeit machen. Und ich glaube, das lockt einen immer wieder. Ach, ich gucke doch nochmal, ich brauche nichts, aber ich gucke doch nochmal. Da gibt es von Just Cavalli, ich meine, das können sich eigentlich nur richtig reiche Leute leisten. Das kostet jetzt nur noch 99,99 Euro. Und das Ding, das hat früher bestimmt mal 200, 300 Euro gekostet. Und das kann man sich doch jetzt kaufen. Das Konzept des Shops, Fashion- und Wohnaccessoires bis zu 60% günstiger. Handtaschen, Schuhe, Brillen, Kosmetik, Homeaccessoires. Und natürlich ein Haufen Kleidung für Männer und für Frauen. Ich stehe auf schöne Klamotten und hier sind natürlich auch schöne Sachen. Ob ich was für mich finde, das finde ich noch raus, aber ich denke mal, für meine Frau finde ich auf jeden Fall was. Also man findet eigentlich immer irgendwie so für sich seinen persönlichen Schatz so. Also es hat ja immer jeder einen anderen Geschmack, ja. Aber ich habe schon oft ganz nette Sachen entdeckt. Man muss ein bisschen Zeit mitbringen und man muss sich ein bisschen durcharbeiten, aber das können ja die Frauen ganz gut. Seit Mittwoch darf also jeder den größten TK Maxx Europas in der Münchner Fußgängerzone besuchen. Doch Vorsicht, viel leerer als hier wird es in den nächsten Wochen wohl nicht sein.